Wir lassen euch ein bisschen in Ruhe in die Feiertage, aber nicht wirklich ganz. Aber nächstes Jahr, Patrick, gehen wir es wieder voll auf. Grüß euch, Servus, küsst die Hände, da sind eure 16er Buben. Hab ich die Ehre. Und, na ja, ganz klar, Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Und wir wünschen euch natürlich gesegnete Feiertage. Wir lassen euch ein bisschen in Ruhe in die Feiertage, aber nicht wirklich ganz. Aber nächstes Jahr, Patrick, gehen wir es wieder voll an. Mit Content, wie man so schön sagt. Und Content und Content und Content, kann ich dann nur sagen, ja. Weil, was anderes können wir nicht machen. Das Live-Spielen wird noch etwas länger dauern, bis wir wieder dürfen. Also vor Publikum direkt, mit quasi fast Körperkontakt. Das wird ein bisschen dauern noch. Das wird auch dauern. Und dann machen wir halt ein paar andere Sachen, was man halt online machen kann, was man über die neuen wunderbaren Medien machen können. Bitte leiwand, ich freue mich schon. Richtig, immer auch. Wir schreiben neue Lieder vielleicht. Wir machen schon was. Uns wird nicht fad. Ich glaube auch. Uns wird sicher nicht fad. Und wir haben auf jeden Fall natürlich, das ziehen wir ja durch, die Pavlatschen, unser Livestream. Der erste und einzige Wienerlied-Livestream überhaupt, den es gibt. Jeden Montag 20.15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal 16er.tv. Dort permanent, also jeden Montag, das ziehen wir durch. Und Leiberln gibt's, aber das wisst ihr eh alles schon. Was gibt's noch zum Sagen? Einen Rückblick, einen Jahresrückblick machen wir jetzt keinen, weil das dauert, ja, glaube ich, zu lang. Das Jahr 2020 war interessant, aber nicht so interessant eigentlich. Es gibt nicht viel zu erzählen, weil wir eh nicht viel weg geworden. Ja. Und den Rest hat es eigentlich mitgelegt, so eigentlich. Genau. So, und egal, wie die jetzt die ganzen Zustände sind, da in dem Land oder auf der Welt oder sonst was. Wir sagen eine schöne Adventszeit, gut, die ist schon fast vorbei. Frohe Weihnachten kann man schon sagen. Alles Gute euch, ja. Ja, und falls wir es nicht mehr hören bis ins nächste Jahr, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch auch gleich. Aber ich glaube, da werden wir uns schon noch mitkriegen. Also, gesegnete Feiertage, eure 16er Buben. Macht's es gut, gell? Menschen, Menschen, sind wir alle. Völler hat er jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein. Das liegt schon so in der Natur.